Dieses Kabinett, die Besetzung dieses Kabinetts ist eine Zumutung für die Wähler draußen im Lande. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Wir haben den Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller, der vom Marshallplan für Afrika spricht und von Klimaflüchtlingen. Das sind alles Dinge, die so überhaupt nicht der Realität entsprechen. Die Migration hat ganz andere Gründe, aber sicherlich nicht das Klima. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie die Bundeswehr kaputt gespart und kaputt reduziert hat, sodass die Truppe, dass die Bundeswehr nicht mehr einsatzfähig ist. Und das sind allein jetzt zwei Zeichen, die zeigen, in Deutschland geht es nicht weiter, in Deutschland geht es weiterhin bergab. Wir als Opposition werden da genau hinschauen und gegenhalten. Abonniere uns jetzt in den sozialen Netzwerken auf YouTube, Facebook und Twitter. Oder informiere dich auf unserer Homepage.